Jetzt reicht's aber. Kinder und Jugendliche in Deutschland erreichen nach einer Berechnung der Verbraucherorganisation Foodwatch heute den Überzuckerungstag. Sie haben also laut Studiendaten schon so viel Zucker konsumiert wie für ein ganzes Jahr empfohlen. Foodwatch kritisierte, die Branche vermarkte überzuckerte Lebensmittel aggressiv an Kinder. Bundesernährungsministerin Julia Klöckner müsse sich für Werbebeschränkungen einsetzen, sodass nur noch ausgewogene Produkte gezielt an Kinder vermarktet werden. Basis der Berechnung sind Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation und von Fachorganisationen wie der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Demnach sollten höchstens 10% der täglichen Energiezufuhr durch freie Zucker aufgenommen werden. Laut einer Studie waren es bei 3- bis 18-Jährigen nach jüngsten Daten von 2016 aber 16,3%. Auf Grundlage dieses höheren Mittelwerts ergebe sich, dass Kinder und Jugendliche rechnerisch schon am 224. statt am 365. Tag ihr empfohlenes Zuckerlimit für ein ganzes Jahr erreicht haben. Also heute, am 12. August.